Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde The Evil Within. Ja, wir befinden uns hier wieder bei der netten Dame in der Klapse. Und falls ihr das Ende der letzten Folge gesehen habt, wir hatten ja in diesem Dorf so eine kleine Statue kaputt gehauen. Und dann hat uns die Dame nach hier hinten geführt, wo wir dann an diesen Schrank durften. Also, beziehungsweise, ja, Schrank. Kühlschränke für Leichen, und wenn wir Schlüssel haben, können wir diese öffnen und das Item daraus ergattern, was verschiedene Sachen sein können, offensichtlich. Huch, was war da denn zu sehen? Nein, 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 nein. Da ist ein Spiegel. Nee, das ist eine kaputte. Okay. Genau, und hier werden diese Kartenfragmente an die Wand gebatscht, die wir finden unterwegs. Auch sehr interessant. Hallo, Hauptcharakter. Ich habe den Namen vergessen. Hoppla. Bäuerchen, Entschuldigung. Und, naja. Ach ja, wir haben jetzt, nee, da ist das Menü. Ich habe das, wie heißt das? Dingsbums. Dingens. Fighting Change Pack. Aktiviert vorhin. Und jetzt haben wir hier die doppelläufige Schrotflinte. Da. Und neue Pfeile sollten wir haben. Was haben wir denn da so? Harpunbolzen. Hier, die Brandbolzen, die sehr abgefahren aussehen. Und Giftbolzen. Ich verstehe nicht, warum auf einem Giftbolzen ein Hirn ist. Hirn. Ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht könnt ihr mich da aufklären. So. Oh, neuer Erste-Hilfe-Koffer. Stimmt, der gehört auch dazu. Und natürlich der Revolver. Und wir haben noch 5000 Schleim durch das Pack bekommen. Hallo, Katzen. Ach ja, es ist jetzt. Da ging es nicht. Ah, da geht's zurück. Können wir uns ja nochmal auf den Stuhl setzen und gucken, was wir da für die 5000 Schleimis bekommen. Sprinten zum Stuhl. Mut 10.600. Jetzt sollten wir definitiv mal was Sinnvolles holen können. Boah, dieser alte, knackrige Stuhl. Spanngeschwindigkeit hatten wir erhöht einmal. Reichweite hatten wir erhöht. Nein. Waffen. Ach, Schrotflinte gilt dann für alle. Okay. Aber Fitness, Lebensanzeige. Maximale Sprintdauer, Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Ja. Und Gesundheit machen wir auch mal. Oder? Machen wir das Spanngeschwindigkeit für den. Reserve, Munition, Spritzen, dies, jenes, Streichhölzer, Qualenbolzen. Dass man auch nur so wenig davon mitnehmen kann. Harpunbolzen machen mehr Schaden. So, wollen wir das? Na, so viele Gegner hatten wir. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Lebensenergie. Ist die Kurve oben links schon mal ein bisschen wieder gestiegen. Ich bin so erschöpft von 2 Meter Sprinten. Okay, dann wollen wir mal hier wieder raus und dann schauen wir, wo wir hier landen, wenn wir durchs Fenster gehen. Ah, genau da, wo wir auch reingegangen sind. Kakilaken. Mandole! Dürften aber auch keine Gegner mehr hier sein. Jetzt können wir nochmal alles genau durchsuchen. Ich habe nämlich auch ein paar Tipps aus in den Kommentaren gelesen, dass wir wirklich schön genau bloß überall reingucken sollen und alles kaputt machen, und das werden wir jetzt auch mal tun, jetzt wo wir hier ein bisschen Ruhe haben. Zumindest so ein bisschen. Ist unterm Bett vielleicht auch was?
Okay, und am Berg können wir uns irgendwie nicht verstecken. Wir zucken dann nur komisch rum. Ja, hier, guckt. Eine Stockgranate. Granate! Diese Stierhandgranate ist ein Relikt, was von vor 100 Jahren, ja, niemand weiß, wie sie im Privatbesitz gelangen konnte. Ja. Alte Kriegsüberreste. Von Opi wahrscheinlich. So, das war das Hebeltor. Hallo Fass. Störfass. Jetzt, wo hier so alles tot ist, ist das gar nicht mehr so gruselig. Ah, scheiß Fenster. Da können wir uns auch noch drin verstecken. Das ist mein Suchgesicht, falls ihr euch fragt, warum ich so eine komische Fresse ziehe. Das ist das Forscher- und Sucher- und Detektivengesicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da hat sich gerade jemand bewegt. Hier war Kettensägen Karl zugange. Die Truhe ist böse, da ist eine Bombe drin. Okay. Ja, jetzt haben wir die Kettensäge, um das Ding da zu öffnen. Aber hier war noch irgendwo eine Statue, glaube ich. Ja, da oben. Hi, Statue. Und ein weiterer Truhe für so einen Kühlschrank. Sehr schön. Sehr schön. Feini, feini, dufti, tolli. Wupi, wupi. Und nun wollen wir mal weiter. Kettensäge. Nimm die doch mit. Die hat sich in Luft aufgelöst. Eine Geisterkettensäge. Warten Sie! Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Klar. Wieso? Da ist doch gar kein Gegengewicht mehr dran. Kapitel 3. Überlebt. Woo. Oh Gott. Gruselige Masken. Perfekt für Halloween! Yay! So, Spiel speichern. Annehmen. Na, was sagt er? 2 Stunden 30. Ja, das waren gerade die 10 Minuten, die wir da verbracht haben. Gut. Ich habe hier noch die, müsste man jetzt scharf sehen können, diese komischen Polaroids, eingepackt von der Vorbestellerversion. Ich habe sie jetzt immer noch nicht aufgemacht.
Ich krieg sie auch irgendwie nicht auf. Irgendwie versuche ich auch gerade einfach diesen... Ah, Ladescreen vorbei. Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Na, Kacke. Ist das ein bergbrennender Leichen? Alter! Der gerade eine Frau in das Ding geworfen. Na toll. Keine Sorge. Was ist hier nur passiert? Der Onkel Doktor ist hier. Das klingt nach einem ganz schön perversen Onkel Doktor. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder Valerio, Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Wir laden erstmal in Ruhe nach. Zünd den Dicken an. Sowas antun. Unmöglich. Kann nicht Rubik sein. Da sind Schlüssel in dem Typen. Na lecker. Surgeon Simulator. Bisschen realistischer. Hat er sich erschrocken, weil wir die Schlüssel... Haben wir die Schlüssel jetzt? Offensichtlich. Boah.
Ja, zwei Schlüssel steht da, haben wir. Okay. Und nun, Doktor? Was tun wir jetzt? Da ja ihr Bruder irgendwie ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Oh, grüner Schleim. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Ja, weil von drin, hier drin kam es nicht, also muss ja von draußen. Kleine Vermutung am Rande. So. Streichhölzer. Altes Essen. Vielleicht noch irgendwas auf den Schränken. Nee. Granate. Scheint es hier wieder irgendwo im Weg ins Dingsbums. In die Psychiatrie zum Lernen. Schauen wir uns mal oben um. Ein bisschen Schießeisenmunition und mal ganz kurz. Genau, so rum soll das. Nee, das ist auch nicht die doppelläufige, oder? Doch. Achso, auf Shortcut legen das Ding. Buddel mitnehmen. Und ein Blendbolzen. Was zu sehen. Tuch im Wind. Und grüner Schleim im Regal. Böse Kiste. Streichhölzer. Streichhölzer. Nicht so, als ob wir hier alleine wären. Sind wir auch nicht. Danke für deine Axt, Freund. Und der Leichenberg wächst. Naja, so groß wie der vor der Tür ist er noch nicht. Nichts. Oh, Hirnmasse. Gib mir die Hirnmasse. Die aus seinem Arsch kam, wie es aussieht. Na, nächste Tür. Und da wären wir wieder am im Treppenhaus. Na gut, das war's auch schon wieder für diese Episode. Leider etwas unspektakulär, nur ein Toten und ein bisschen Looting. Naja doch, und ein bisschen Leichen. Okay. Aber damit geht's hoffentlich in der nächsten Folge auch weiter mit Leichen, Tod und Grauen. Diese Folge war ja relativ entspannt, will ich mal sagen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche euch alles Gute und haut rein. Ciao.